Willkommen zurück zum Let's Play Still Life. Das letzte Mal haben wir Indizien gefunden, beziehungsweise sie haben auch ausgereicht. Wir sind wieder her. Hierher haben schon ein paar abgegeben. Jetzt sollen wir in die Leichenhalle gehen. Mal sehen, was uns da so erwartet. Okay, das war nicht die Leichenhalle. Dann doch B2. War so geplant. War so. Ja, es war wirklich so geplant. Jetzt steht es sogar anders da. So, hier bin ich in der Leichenhalle. Okay, da kann ich lang, da kann ich rein. Dann geh erstmal dorthin. Okay. Papierkorb. Papierkorb ist immer gut. Gott, stinkt das hier. Ja. Da sind Miss Leichenteile drinne. Dezember. Wow. Die sieht beim Duschen aber auch ihre eigenen Füße nicht mehr. Wegen der Oberweite? Ist ja so mein Verdacht. Warum ist hier eigentlich niemand und hält Wache? Oh, sie kann sogar rennen. Oh mein Gott, sah doch scheiße aus. Komm, mach nochmal. Oh, herrlich. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Und funktioniert er nicht? Nein, geht nicht, okay. Renn doch mal. Ich gehe nicht auf öffentliche gemischte Toiletten. Das ist mir zu eklig. Um herauszufinden, wer der Schütze hinter dem Grashügel war, rufen Sie einfach 555 1963 an. Warum bin ich jetzt rausgeschmissen worden? Wie geschmacklos. Ich bin gerade eben aus dem, also auf dem Desktop geflogen und irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber warum funktioniert mein Zugangscode jetzt nicht? Verstehe das nicht ganz. Hä? Aber wie soll ich da jetzt reinkommen? Weil das ist doch der einzige Weg. Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Ja, das ist doch Zugangskarte. Für das Leichenschauhaus, ja. Warum kannst du den nicht benutzen? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ach, jetzt kann ich das... Ach, okay. Ja. Wenn ich jetzt noch weiß, wie mein Code ist, muss ich den da eintippen? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. 6, 5, 4, 6, 8, 1, 6, 1, 5, 6, 6, 6, 3, 2, 3. Versuch's einfach. Das ist das Einzige, was ich da sehen kann. Und zwar 6, 5, 4, 6, 8, 1, 6, 1, 5, 6. Nein, das kann nicht sein. Ich brauche eine Zugangskarte. Ja, das ist mir klar. Dann nimm doch auch die Zugangskarte. Ja. Und jetzt ist nur noch die Frage, was ist dein Code? Ach Mist. Ach komm, ja, nochmal. Weil es so schön war. 6, 6, 3, 2, 3. Nein.
65468. Das war's auch nicht. Haben wir noch 16156? Ach, buh! So weiß ich das jetzt. Ich brauche eine Zugangskarte. Ja, ich weiß. Und was ist dein Code? Ha? Der unten kann es ja wohl schlecht sein. 6546 8161 6156 und 63323, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Guck ich mir mal hier an. Nein. Anbei finden Sie eine neue Sicherheitszugangskarte sowie eine persönliche Identifikationsnummer. Aufgrund kürzlicher Änderungen bei den Sicherheitsprozeduren ist Ihre bisherige Karte nicht mehr gültig, da die Sicherheitsprozeduren gefährdet wurden. Denken Sie bitte daran, zuerst die Karte durchzuziehen und dann Ihren PIN einzugeben. Ja, aber ich weiß gar nicht... Muss ich 5903 eingeben? Das kann aber auch nicht sein. 5903. Und die Zahlen drauf, die haben ja auch nicht funktioniert. Nochmal. Scheitert an einem blöden Code eingeben. Also. 5903. Nein. Nein. 8161 156. Nein. 66323. Nein. Kann ich nicht einfach von innen auf? Man merkt ja nicht, dass ich davor stehe. Jetzt gebe ich mal das Ganze ein. 6, 5, 4, 6, 8, 1, 6, 1, 5, 6, 6. Ja, dann fehlen mir noch 4 Zahlen. Ich weiß es echt nicht. Ich habe doch gar keine weiteren Sachen. 8, 1, 6, 1, 5, 6, 6, 6, 3, 2, 3. Ach, buh, ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keinen blassen Dunst. Aber hier ist doch auch nichts mehr weiter und bei den anderen auch nicht. Kann's ja wohl nicht sein. Dann gehe ich nochmal nach oben und guck, ob da nochmal was ist, ob ich da irgendwas übersehen habe. Bezweifle ich aber eigentlich. Bezweifle ich eigentlich sehr. Wo soll ich da was übersehen haben? Genau, renn. Ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Ja. Nein. Ich dachte... Nein, aber... Hier ist doch einfach nichts. Ja. Nein. Nein. Ja, das ist ja nehmen und so. Ja, ich. Ach. Nein, keine Ahnung. Ja, ich...
Steht hier vielleicht irgendwie eine Nummer dabei? Scheinbar nicht. Ja, das sind ja nur die Berichte. Ja, das Problem ist ja... Das, was da drauf ist, ist klar. Aber das kann ich... Das geht einfach nicht. Das ist das Problem. Oder muss ich den Code da unten eingeben? Die Buchstaben, klar. Die nicht, die gehen ja schlecht. Aber 13122 vielleicht. Vielleicht geht das ja. Hab nicht gesehen, dass da so 5 Zahlen aneinander sind. So viel dazu, dass ich nichts übersehe. Dass das einfach nicht geht. Egal. Ignorieren wir gekonnt. Ab in die Leichenhalle. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ey, dann verzweifle ich. Das schwierigste Rätsel überhaupt. Wie lautet mein PIN? Nein! Nein! Vielleicht mit der 2 davor. 2 2 1 3 1 2 2. Nein. Aber vielleicht muss ich doch nach den Buchstaben gehen, weil hier sind ja auch Buchstaben drauf. 2 A D G. Nein. Dann vielleicht das Komplette einfach. 2 A D G 1 3 1 2 2 R H. Nein, das Komplette ist es also auch nicht. Dann vielleicht 1 3 1 2 2 R H. Nein, das ist es auch nicht. Vielleicht habe ich dann auch nur G und P und... Ach, keine Ahnung. Das muss doch mal gehen. 2 A D G 1 3 1 2 2. Geht auch nicht. Ich drehe langsam durch. 2 A D G 1 3 1 2 2 1 2. H R 2 2 1 3 1 G D A 2. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich kann es bald auswendig. Ich drehe langsam durch. Nee, ich habe absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. So, da bin ich wieder. Nach mehrfachen Versuchen, nach verschiedenen Varianten etc. pp. Habe ich mal nachgeguckt und scheinbar kann man die wenden. Das da soll der PIN sein. No Wodka. Minimal aggressiv bin ich. Minimal. 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 Ganz minimal aggressiv bin ich. Also no Wodka oder nur Wodka. Ich glaube nur Wodka war's. Nee. Das macht keinen Sinn.
Bei Wodka allein? Habe ich Wodka richtig geschrieben? Ich weiß gerade nichts mehr. Ach so. Erst eingeben. Einziehen. Boah, ich habe Wodka verkehrt geschrieben. Oh Mann. Ja. Und da sind wir jetzt endlich drinnen. Und auch am Ende des Parts. Und am Ende mit meinen Nerven. Und am Ende mit allem. So. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Eure Tai.